Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute wieder zu einer richtig coolen, besonderen Kartenform, die ich total süß finde. Und zwar ist das Ganze eine Babykarte. Ich habe das als Auftragsarbeit gemacht und wurde jetzt sozusagen gefragt, ob ich eine Babykarte mit einem bestimmten Namen machen kann. Und es geht um einen Hauptdarsteller, das ist der Ping von der Augsburger Puppenkiste. Wenn ihr den nicht kennt, das ist ein kleiner Pinguin vom Urmel aus dem Eis. Und ja, der ist hier verarbeitet und ich finde, die Kartenform passt da einfach perfekt. Und ich zeige euch jetzt, was diese coole Karte kann. Genau, also von außen sieht sie so aus, hat so ein bisschen eine andere Kartenform, wie man sie vielleicht so kennt, weil die natürlich oben abgeschnitten ist. Und jetzt kommt's, wenn man sie aufmacht, dann hat die nämlich hier diesen tollen Zaubermechanismus, dass der Pinguin von oben sich nach unten zaubert. Hier steht eben auch der Name, der gewünscht war. Man hat hier Platz für Grüße, das könnte man natürlich auch größer machen, dieses Feld. Und ich habe jetzt einfach hinten nochmal so ein Feld ausgestanzt und drauf gemacht und ein bisschen bestempelt, dass man da noch ein bisschen mehr Platz hat für Grüße. Vielleicht nicht so viel wie auf einer anderen Karte. Wenn ihr jetzt eine Karte sucht, die extrem viel Platz für Grüße braucht, könntet ihr hinten nochmal eine Klappe hinmachen oder so. Also da wäre natürlich trotzdem noch Möglichkeit, das zu vergrößern. Oder ihr macht, wie gesagt, hier auch noch ein größeres Feld hin. Aber ich finde die Karte so cool und ich zeige euch jetzt, wie dieser tolle Mechanismus funktioniert. Wir machen daraus natürlich eine andere Version. Gesehen habe ich dieses Video hier, das blende ich euch jetzt hier mal ein, bei diesem Kanal. Und ich verlinke euch auch dieses Originalvideo in der Videobox. Ich habe auch nicht so viel abgeändert von den Maßen oder so, halt natürlich das Design. Aber ich würde euch die Maße in einer für mich logischeren Reihenfolge angeben sozusagen. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon ein Intro gesehen. Ich denke, ich blende euch das vorher ein, wie eine ganz coole Karte entstanden ist und wie die so ausgesehen hat als Pinguinkarte. Und ich möchte mit euch heute nochmal zwei Varianten basteln. Und zwar sind das jetzt Bienenkarten. Also sag ich jetzt einmal diese Karte hier. Das ist einfach eine super schöne Geburtstagskarte zum Beispiel oder für jemanden, der einfach wunderbar ist. Für eine Freundin, für die Mama zum Muttertag oder zum Geburtstag einen schönen Gruß und ja, ihr habt schon gesehen, man kann nicht nur die Pinguine tanzen lassen, sondern hier auch die süßen kleinen Bienchen. Und ich habe die Karte auch nochmal gebastelt. Ich finde, da sieht man die Farben auch super gut, gerade mit dem schönen Pfauengrün im Hintergrund. Auch hier nochmal, du bist das Wunder in Wunderbar. Und die kleine Biene, die hier oben erst das Herz hält und dann sich verwandelt in einen Text für eine fleißige Biene. Und da ist jetzt hinten zum Beispiel auch ganz viel Platz, um noch Grüße unterzukriegen. Ich habe hier noch eine kleine Stanzmaschine drauf gemacht. Ja, also das ist auf jeden Fall eine total coole Karte. Ich finde die einfach nur super süß und super cool und ich möchte euch gerne zeigen, wie das Ganze funktioniert. Bisschen Deko, ein paar fleißige Bienchen habe ich schon hergerichtet. Benutzt habe ich als Material einmal Grundweiß extra stark und das Designerpapier, das heißt Honigsüß. Und hat diese Bestellnummer, also falls ihr die Produkte bestellen wollt, könnt ihr das gerne über mich machen. Das ist ein total schönes Papier mit schönen Farben, finde ich, und mit diesen kleinen zuckersüßen Bienchen. Und das, finde ich, passt hier natürlich super gut. An Maßen werde ich euch auch alle Maße nochmal in die Infobox schreiben, die ihr braucht. Und wenn ich es dann bastle in dem Moment, sage ich euch nochmal die Maße dazu. Starten möchte ich mit meiner Grundkarte, die ist jetzt auch in Grundweiß. Und als erstes mache ich mir hier eine kleine Markierung, wo ich das Ganze abschneiden muss. Also ich habe die Karte, das ist eine ganz normale Klappkarte, die hat das Maß 20 cm in der Breite mal 14 cm in der Höhe und ist bei 10 cm gefalzt. Und jetzt möchte ich eine Markierung setzen und zwar von unten. Also wichtig ist, ich nehme jetzt die Frontseite, das ist also diese Seite, das ist meine vordere Klappkarte und mache mir hier einfach bei 8 cm eine kleine Bleistiftmarkierung hin. Also von unten nach oben 8 cm. Von oben nach unten wären es 6 cm. Nur eine kleine Markierung und diese Markierung lege ich mir jetzt in mein Schneidbrett, in meinen Papierschneider rein und schneide mir auf dieser Seite natürlich einfach bei 8 cm die untere Karte in dem Fall einmal bis zur Falzlinie durch. Ihr könnt es natürlich auch einfach hier bei 8 cm anlegen und dann eben die untere falzen, schneiden. Das geht natürlich genauso, hat man gar keine Markierung setzen brauchen. Also das Ganze sieht jetzt so aus. Also wichtig ist,
zu wissen, das ist meine Vorderseite und diesen Teil hier oben, den schneide ich mir weg. Von unten 8 cm Markierung und dieses Oberteil kommt auch noch weg. Das kann ich mir jetzt auch hier bei 10 cm ungefähr anlegen und nochmal mit einem sauberen Schnitt einfach wegmachen. Dann habe ich nämlich so eine Klappkarte. Dieses Reststück könnt ihr dann gleich für die Deko benutzen und wir machen jetzt einfach gleich mit unserer Grundkarte weiter. Und zwar habe ich jetzt hier verschiedene Designerpapiere, die ich mir aufklebe. Einmal habe ich ein großes Designerpapier, das hat das Maß 13,5 x 9,5 cm. Da gibt es jetzt eine Seite, die mit diesen süßen Bienchen ein bisschen, ein bisschen lebhafter ist und die Rückseite ist ein bisschen schlichter. Ich möchte jetzt, dass man die schlichtere Seite sieht, damit dann nachher die Biene da ein bisschen hervorsticht, dass die besser wirkt. Deswegen würde ich euch für dieses Papier hier einfach eine schlichteres Designerpapier empfehlen. Hoppla, jetzt habe ich mir das vertüdelt. Muss ich nochmal gescheit hinziehen. Gut, dass ich Flüssigkleber benutzt habe. Yes. Und das klebe ich mir einfach mit so einem ganz leichten Rand mal auf meine rechte Kartenseite auf. Und dann habe ich noch zwei Designerpapiere, die sind gleich groß. Die haben das Maß 9,5 x 7,5 cm. Und davon klebe ich mir eins hier innen rein und eins außen hin. Und nach innen mache ich auch dieses gelbe Papier nach vorne, also das schlichtere. Da kann man dann später auch noch was draufschreiben. Ihr könntet das auch freilassen und das noch als Grußbereich nehmen. Und auf die vordere Seite klebe ich das die gleiche Größe und da mache ich jetzt dieses lebhaftere Bienenpapier vorne drauf. So. Dann ist so die Grundkarte schon mal schön dekoriert. Als nächstes machen wir mit dem Mechanismus weiter und dazu nehme ich einfach die gleiche Farbe, wie ich als Grundkarte habe, also in meinem Fall jetzt nochmal Grundweiß. Und in meiner anderen Karte habe ich Pfauengrün genommen, dass man einfach den Mechanismus nicht so sieht. Und da habe ich eine Größe von 12,5 x 9 cm. Und jetzt lege ich mir das mal in meinen Papierschneider ein und zwar einmal an der kurzen Seite bei 2 cm. Und mache mir jetzt da einfach einen Strich, also so eine Linie, eine Markierung. Ihr braucht dazu einen spitzen Bleistift, den habe ich noch schnell gespitzt. Und dann gehe ich weiter auf 5 cm und mache mir nochmal eine Markierungslinie. Also bei 2 und bei 5 cm. Dann lege ich mir meine lange Seite ein und mache mir die erste Markierung hier bei 1 cm. Die nächste bei 2,5 cm. Die nächste bei 4 cm. Dann bei 8,5 cm. Bei 9,5 cm. Und bei 11 cm. Hoppla. Genau. Ich sage euch das nochmal. Also an der kurzen Seite habe ich mir eine Markierung gemacht bei 2 cm und bei 5 cm. Und an der langen Seite bei 1 cm 2,5, 4, 8,5, 9,5 und 11 cm. Und dann habt ihr so ein, so sieht euer Papier aus. Ich komme jetzt, nehme euch jetzt mal noch ein bisschen näher ran, denn wir haben noch ein paar Markierungen mehr, die wir uns machen müssen. Ich gehe jetzt hier an dieses untere Eckchen, also an dieses, an diese Überkreuzung und messe mir jetzt von diesem mittleren Punkt 1,5 cm nach oben und nach unten aus und da mache ich so einen kleinen Punkt hin. 1,5 cm nach oben und unten. Und das verbinde ich gleich mal mit Hilfslinien bis zu diesen Überkreuzungen, bis zu diesen Ecken. Und zwar hier und hier. Und hier unten. Also an diesen drei Seiten mache ich mir diese Markierung. Jetzt gehe ich hin und mache mir von dieser Stelle hier,
also von dieser Linie hier, nochmal 1,5 cm eine Markierung. Und zwar, also ich habe mir jetzt das Geodreieck genau auf diese Linie da gelegt, auf diese lange Linie. Und zwar mit 1,5 cm Abstand. Das ist halt mit dem Geodreieck total super, weil das sehe ich bei 1,5 bin ich jetzt hier. Und jetzt gehe ich von hier auch 1,5 cm rüber. Und ab diesen 1,5 cm mache ich mir jetzt da noch eine Linie hin. Und die werde ich jetzt hier nach unten noch verbinden. Zeige ich euch das auch gleich nochmal. Also ich habe quasi von hier nach hier 1,5 cm und von hier nach hier auch 1,5 cm. Und das verbinde ich einfach mit meiner langen Linie hier vorne. Dann sieht es so aus. Und jetzt habe ich nochmal eine 1,5 cm Markierung und zwar gehe ich jetzt hier an diesen Bereich hin. Also ich habe jetzt hier diesen Mittelpunkt und gehe mir nach unten nochmal 1,5 cm runter. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier hin, schön an diese Linie und mache mir nochmal einen Punkt bei 1,5 cm und verbinde jetzt nochmal diese beiden Ecken mit dieser Markierung. Das ist wirklich das Schwierigste an der ganzen Karte, dass man das genau rauskriegt, wo man diese Verbindungen schafft, dass wir nachher diesen tollen Klappmechanismus haben. So. Also jetzt könnt ihr euch ruhig ein Pausebild machen, dass ihr das nochmal genau seht, wo hier was ist. Und wir schneiden uns jetzt auch einen Bereich ein. Ich mache das jetzt, ich male das jetzt einfach hier drauf mit einem Stift, was ich alles wegschneide. Also einmal schneide ich hier oben diese äußere Ecke weg. Das hier alles schneide ich weg. Und hier gegenüberliegend dieses dünne auch. Und alles, was neben diesem schmalen ist, auch. Also hier alles bis hier vor. Dann gehe ich runter in die nächste Zeile sozusagen und schneide mir hier alles weg in diesem Bereich. Bin mir nicht sicher, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich gehe nochmal näher. Und hier, diese Linie hier unten, nur diesen Bereich, den schneide ich mir nur ein kleines Stückchen ein. Also jetzt machen wir es zuerst so, dass ich das mal wegschneide, dann seht ihr das auch noch mal ein bisschen besser. Also ich gehe hier vorne hin, schneide mir einmal diese ganze Ecke hier raus. Und dann das daneben, also da bleibt ein kleiner Streifen stehen. Den bitte, bitte stehen lassen. Und dann schneide ich mir jetzt hier das alles hier mal raus. Wenn ihr die Karte öfter basteln wollt, könnt ihr euch das auch super als Vorlage machen. Dann kann man nämlich ganz einfach auch immer noch mal nachprüfen, ob man alles richtig rausgeschnitten hat. Also ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Das ist alles, was stehen bleibt und das ist alles, was wegkommt. Dann sieht es so ein bisschen aus wie hier mit Schornstein. Okay. Und jetzt habe ich ja gesagt, diese Linie hier, diese längliche hier unten, die schneide ich mir nur ein. Also die schneide ich nicht die Ecke weg, sondern ich schneide nur an dieser Linie entlang. Das mache ich jetzt auch gleich. Und dann sieht das Ganze so aus. Okay, als nächstes brauchen wir noch ein paar Falzlinien. Ich habe mir das hier ganz klein aufgezeichnet. Alles, was grün ist, wird gefalzt. Also ihr seht es hier und da drüben, alles was grün ist, vielleicht macht ihr euch da kurz ein Pausebild, alles was grün ist, wird gefalzt. Alles was orange ist, wird hier weggeschnitten. Und dann nehme ich mir meinen Aufhebhelfer und mache mir hier vorne mal schnell die Falzlinie drauf. Ja, dieses Falzzubehör, das kann man einfach so draufdrehen. Und ich lege mir jetzt einfach unten rein ein bisschen einen Block. Vielleicht kann ich euch das sogar so liegen lassen, dann seht ihr das auch nochmal hier sicherheitshalber, was ich hier mache, in klein und in groß. Als erstes falze ich mir hier diese lange Linie, also diese gerade, die nach unten geht, einmal gut nach. Dann falze ich mir dieses Dreieck hier nach, also dieses nach unten gehende Eck, einmal so.
einmal ganz nach unten diese Linie, einmal schräg nach oben diese Linie dann noch hier bis zur Mitte und auch von der Mitte ganz runter. Also die könnt ihr euch eigentlich ab dieser Falzlinie einmal ganz runterziehen. Und dann gehen wir noch hin und nehmen diese ganz große Linie hier, falzen die einmal nach, die daneben auch einmal komplett von oben runter und dann eben noch diese reingemalte Falzlinie. Also diese Vorlage, die wir uns gemalt haben. Jetzt halte ich euch das nochmal kurz ins Bild. Orientiert euch einfach an diesen kleinen grünen Linien, dann sieht man das. Also hier die ganze Linie, diese ganze Linie und dieses Dreieck. Hier haben wir die Mittellinie ab diesem Kreuzpunkt, dieses Dreieck. Diese ganze Linie nach unten und diese Linie bis zu diesem Mittelpunkt. Super. Und das falzen wir uns jetzt auch einfach einmal nach. Und da fange ich hier oben in dieser Ecke an. Das heißt, ich biege mir als erstes mal vorsichtig diese Ecke nach hinten und diese andere Ecke auch nach hinten. Und dann geht es hier in der Mitte schon auch so rein. Also dann hat man da schon so eine Spitze. Seht ihr das gut? So falze ich mir das einmal rein und dann biegt sich auch gleich hier dieses Teil schön nach hinten. Hier mache ich es jetzt auch gleich so, dass ich mir das einmal nochmal schön gerade ausrichte, dass das hier auch gerade bleibt und dass ich mir das Ganze dann einfach mit dem Papierfalter nochmal richtig schön in Form biege. Also richtig die Falzlinie nochmal fest nachgehe, weil dann hat man schon nachher das einfach einfacher, wenn das hier schon so richtig schön nachgefalzt ist. So, das ist diese eine Seite, die wir uns falzen und dann gehen wir auch gleich hier wieder rüber in diese Mitte und auch da biege ich mir erstmal vorsichtig die Linien so ein bisschen nach vorne. Oh, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht und zwar, ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht runtergeht. Wir müssen diese Linie bis zur Mitte einschneiden. Also das machen wir jetzt noch. Wir schneiden hier wirklich bis zu diesem Mittelpunkt ein und dann klappt es nämlich auch. Wenn wir jetzt nämlich diese Ecken nach hinten biegen hier und diese nach vorne, dann haben wir schon wieder diesen Effekt, dass diese lange Lasche hier nach unten geht. Und das ist eben der Mechanismus. Wir brauchen diese beiden Laschen. Und auch hier mache ich es so, da lege ich es mir jetzt wieder schön übereinander, dass es schön gerade ist und gehe mir mit dem Papierfalter nochmal richtig stark über diese Falzlinien drüber. Und falze mir das hier nochmal richtig schön. So. Und dann haben wir noch eine Lasche und das ist diese kleine Lasche hier an der Seite. Das ist die Klebelasche. Die haben wir uns ja auch vorgefalzt und die falze ich mir auch einfach einmal gescheit nach hinten. Und dann haben wir jetzt hier noch eine letzte Falzlinie, die wir noch nachfalten. Und zwar ist das diese hier. Also diese lange haben wir uns ja auch vorgefalzt. Und auch die falze ich mir einmal schön nach. Dann sieht das Ganze so aus. Dann hat man hier, wenn ich jetzt von unten drauf schaue, schon so eine kleine Form zu erkennen. So sieht es dann von unten aus. Und jetzt müssen wir uns diesen Mechanismus in unsere Karte einbauen. Und da mache ich es jetzt so, da drehe ich mir diesen Mechanismus jetzt einmal um. Der wird nämlich nachher dann so in die Karte kommen. Also hier kommt dann die obere Biene hin und da dann das untere Teil. Und jetzt, wenn ich mir das einmal so nochmal komplett hinlege, wie es war, nur halt andersrum, dann kann ich euch sagen, dass hier auf diese Stelle Kleber kommt. Ich benutze jetzt einfach mal Abreißklebeband. Ihr könnt auch Flüssigkleber benutzen. Auf jeden Fall muss es ein fester Kleber sein, weil der ja den ganzen Mechanismus hält. Also auf diese kleine Lasche kommt ein bisschen Abreißkleber und auf diese beiden Elemente kommt auch Kleber. Also ich male euch das jetzt mal an. Hier und hier und hier kommt der Kleber drauf. Ich habe jetzt hier nur das Abreißklebeband, das ist ganz gut, weil wir zuerst mit diesem anfangen. Und da mache ich jetzt Flüssigkleber drauf und ich zeige euch gleich mal, wie das in die Karte kommt.
wenn wir uns das jetzt mal so einknicken, klebe ich mir das nachher hier so an. Das heißt, zuerst dieses Unterteil, mit dem fange ich jetzt an. Dann klebe ich mir das hier an die Falzkante hin und an diese Verbindung, also genau neben die Falzlinie, die hier runter geht und auf der Höhe, wo wir hier uns das abgekürzt haben. Und dann kann ich die Karte zuklappen und kann den anderen Teil aufkleben. Also wir starten jetzt hier mit dieser Lasche und kleben hier mal, machen hier mal den Kleber drauf. So. Auch einen guten Kleber verwenden und dann leicht einklappen und hier direkt ankleben und mal kurz warten, bis es richtig angeklebt ist, dass es auch festhebt. Guckt euch das nochmal genau an. Also ich habe hier das genau an die Kante gemacht hier und hier ist es gleich hoch. So. Jetzt hebt es gut und jetzt mache ich mir hier vorne noch den Kleber drauf. An dieses vordere, diese vordere abgeschrägte Ecke. So. Und mache mir die Karte einfach einmal zu. Und warte auch hier kurz, bis es angezogen hat. Und jetzt mache ich mir die Karte einmal auf und bringe mir diesen Mechanismus, der hier nach oben geht, in die Form, die er muss. Das heißt, ich knicke mir das einmal so ein, dass dieses Fähnchen hier nach oben schaut. Seht ihr das gut? Und hier hinten ist ja meine Klebefläche, weil die müssen wir uns jetzt noch aufbringen. Und wenn dieses Teilchen nach oben schaut, ziehe ich mir hier hinten die Klebeschutzfolie einmal ab, klappe mir dann meine Karte zu, also ich halte das hier so fest und lege mir das dann, wenn das hier, wenn die Karte zugeht, lege ich mir das hier ganz flach hin und klebe mir das sozusagen fest, indem ich die Karte zumache. Wenn ich sie dann aufmache, dann habe ich den ganzen Mechanismus drinnen kleben, an der richtigen Stelle. Also ihr klappt euch das hoch und geht ruhig, macht die Karte vorne mit zu und dann klebt ihr sie an, damit das hier passt und an die richtige Stelle kommt. Und so einfach ist der Mechanismus, der wirklich total kompliziert aussieht und so cool ist. Und so funktioniert der. Und jetzt wird der ganze Mechanismus ein bisschen versteckt. Und dazu habe ich nochmal ein Stück in Grundweiß und ein bisschen Designerpapier. Und zwar hat dieses grundweiße Papier 8,5 x 5 cm und das Designerpapier hat 8 x 4,5 cm. Das wäre auch eine süße Vorderseite. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, aber ich lasse die roten Blumen, die passen besser zur Vorderseite. Das klebe ich mir jetzt einfach nur da drauf. Das ist sozusagen ein bisschen der Versteckteil für unseren Mechanismus. Und der wird jetzt hier innen drauf geklebt. Und zwar so, dass sich das Ganze, was wir uns aufgemalt haben, jetzt dahinter verbirgt. Und dafür nehme ich mir nochmal den Flüssigkleber und mache mir jetzt diesen Kleber auf diese ganze Seite und nach hier unten. Also wirklich aufpassen, dass wir nichts von dem Mechanismus erwischen und auch hier wirklich nur dieses Dreieck und diesen Bereich hier. Ich mache das mal. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass das halt auch weiß ist auf weiß, aber ich halte es euch gleich nochmal ganz nah hin, dann seht ihr das auf jeden Fall ganz gut. Also komplett das obere Teil hier nach unten nichts an dem Mechanismus hinbringen und auch hier unten nirgendwo was hinbringen. Und da können wir uns dann einfach diese süße Karte drüber kleben. Ich mache es auch ein bisschen nochmal zu und kann das auch in diese Richtung biegen und dann draufkleben. Es dauert ja nur ein paar Sekunden, bis der Kleber dann fest wird. So. Und jetzt sieht es voll ordentlich aus, oder? Genau. Also das ist der ganze heikle Teil an der Karte. Und jetzt geht es so ein bisschen an die Deko-Sachen. Und dafür habe ich schon relativ viel vorbereitet. Also wenn wir das jetzt aufmachen, seht ihr nochmal, wie das hier sich bewegt und wie das wackelt und wie das Ganze jetzt funktioniert. Ich habe mir hier für die Vorderseite schon mal ein Bienchen hergerichtet. Und zwar habe ich das Ganze einfach aufgestempelt, ausgestanzt. Da gibt es ein ganz tolles Stempelset und eine ganz tolle Stanze dafür. Und zwar heißt das Stempelset so süß mit dieser Bestellnummer.
Und dazu gibt es die passende Stanze für die Biene und für die Herzen und für die Flügelchen von den Bienen. Ihr könnt auch das als zwei Herzen super verwenden. Aufgestempelt habe ich einmal die farbige, füllige Farbe in Osterglocke. In Osterglocke habe ich das gemacht. Und dann mit Memento, also mit einer schwarzen Tinte, diese Streifen drüber gestempelt. Und dann habe ich es erst ausgestanzt. Ich finde, so tut man sich am allerleichtesten. Ich wollte euch aber auch noch einen kleinen Trick verraten, was ihr noch machen könnt. Die Flügelchen habe ich in Babyblau, glaube ich, gestempelt. Da nehmt ihr auch einen zarten Ton, den ihr habt, und die dann zweimal gemacht und als Herzen eben mit der größeren Herzstanze ausgestanzt. Ich habe auch noch das kleine Herz bestempelt und ausgestanzt und die süßen Gesichter, da könnt ihr wirklich so eine kleine Grummelhummel auch machen oder eben diese Lachgesichter. Da habe ich einfach zwei verschiedene Bienchen gemacht. Genau, so sehen die Bienchen jetzt aus. Das Herz einfach nochmal ausgestanzt und oben drauf gesetzt und so kleine Händchen hingemalt mit einem schwarzen Stift. Dann haben wir zwei süße Bienchen. Ihr könnt euch auch so eine Vorlage machen. Wenn ihr einmal aus einem weißen Papier diese drei auf einmal ausstanzt, könnt ihr euch dann die Stempel auch hier reinlegen und das dann damit bestempeln. Ich habe es nicht gemacht tatsächlich, weil ich finde es leichter, wenn ich mir zuerst die Bienenform ausstanze und dann die restlichen Sachen draufstempel. Aber ich wollte euch trotzdem zeigen, wie das funktionieren würde. Also ihr könntet euch dann einfach die Sachen, die Stempel, alle drei Größen, die ihr ausstanzen wollt, einfach die Stempelchen hier so reinlegen. Und dann eben hier noch den Flügel. Dann nehmt ihr euch euren Stempelblock, nehmt es auf und stempelt es dann auf euer weißes Papier. Und dann könnt ihr das genauso, wie es ist, auch ausstanzen. Also ihr könntet euch so eine Vorlage machen. Ich habe die Vorlage immer einmal drinnen und lege die mir dann in meine Stempel dazu. Dann weiß ich, dann habe ich die immer da und muss das nicht öfter machen. Und dann habe ich noch für die Vorderseite, du bist das Wunder in Wunderbar von Konturiert und Koloriert genommen. Die Bestellnummer ist diese hier unten. Und da habe ich dann hier vorne so ein schönes Etikett gemacht. Das habe ich jetzt mit Blutorange gestempelt. Auch die Herzen sind in Blutorange. Habe hier nur so einen silberfarbenen Hintergrund gemacht. Und ausgestanzt habe ich das Ganze mit den Stanzformen Basics mit PEP. Die hätten diese Bestellnummer und da gibt es eben diese verschiedenen länglichen schönen Etiketten. Und ich fand, das war schön, weil das eben noch was vom Designerpapier zeigt und irgendwie mit dieser Bestickung schön zart ist. Fand ich ganz cool. Ich wollte euch aber noch sagen, wenn ihr hier wie in dieser Karte so ein kleines Schild machen möchtet, das da unten rauskommt, wollte ich euch noch die Maße geben. Dann bräuchtet ihr für das jetzt in dem Fall ist es Pfauengrün, dieser hintere dunklere Rahmen. Der hat das Maß 4,5 x 4 cm und das Weiße hätte die Größe 4 x 3,5 cm. Und das könnt ihr auch zweimal machen. Also ihr könnt oben und unten so ein Schild hinmachen und könnt zwei verschiedene Texte drauf stempeln oder wie halt jetzt hier mit was Kleinem kombiniert. Oder ihr macht da ein Herz hin und unten einen Spruch fürs Brautpaar oder zwei Herzen. Also da, ihr seid da komplett flexibel. Aber ihr könnt eben auch so ein Schild machen. Und das wird jetzt einfach hier drauf gebaut. Da nehme ich jetzt einfach Abstandskleber für das Schild von vorne. Und noch ein Tipp, für, wenn ihr das gleiche in dem Bienchen machen wollt, mit dem Bienchen, möchte ich euch noch was mitgeben. Also das ist jetzt die Vorderseite, die große Biene, die das Herz vorne trägt, kommt hier hin. Und wenn ihr das Ganze mit den Bienen macht, dann klebt euch die Flügelchen, ups, da habe ich zweimal gestempelt, klebt die euch sehr weit rein. Durch das, dass diese Biene ja nachher da unten rein muss, habe ich die Flügel wirklich sehr eng hingemacht, und zwar bei beiden Bienchen, dass die dann noch um die Ecke kommen. Nicht die Flügel zu weit rausstehen lassen, damit das besser funktioniert. Und hier mache ich es jetzt einfach so, dass ich das Ganze mit was klebe ich denn an? Mit Abreißklebeband vielleicht auch. Das klebe ich mir einfach hinten auf mein Bienchen drauf. Und klebe mir das jetzt so auf diese Form, dass von diesem Weißen da hinten nichts mehr rausschaut. Und so könnt ihr auch testen. Testet das dann gleich, ob die Flügelchen weit genug drin sind und ob euer Bienchen weit genug reinkommt. Also mit so engen Flügeln ist das einfach super. Und hier muss die Biene ja so unten rausfliegen.
Da kommt auch ein bisschen Ablass-Klebeband auf das Bienchen. Und die wird dann hier unten einfach an das Schild hingeklebt. Ich gucke auch hier, ich klebe es mal vorsichtig an, dass sie sich hier nicht verkantet. Und macht dann ruhig die Karte ein paar Mal auf und zu, dass das wirklich gut funktioniert. Wenn ihr jetzt seht, es hapert noch ein bisschen, könnt ihr euch das auch ein bisschen so abschrägen. Das sieht man ja dann auch nicht mehr. Und das Bienchen noch ein bisschen weiter runtersetzen. Da wollen immer die Flügel wollen da hoch. Das heißt, ich klebe mir hier die Flügel auch noch mal flach an, dass die nicht nach oben können. So ein kleines bisschen Kleber. Und dann klappt es super. Manchmal hapert es hier ein kleines bisschen, weil er da über diese Kante muss. Aber es funktioniert sehr gut, aber es würde auch mit einem Schild super funktionieren. Also bei dem Schild hakt da gar nichts ein. Und bei dem Bienchen hakt es ein ganz kleines bisschen, weil er hier über diese Kante muss. Also ihr könnt euch das noch so ein bisschen nach hinten biegen. Aber ein ganz klein bisschen hängt er da sich dran. Aber ansonsten ist die Karte total süß. Ihr könnt jetzt hier nochmal ein grundweißes Papier draufkleben und das dann beschriften oder bestempeln. Oder ihr beschriftet die Karte hinten drauf. Oder ihr macht hier tatsächlich zwei Sprüche oder hier noch einen Spruch hin, wenn ihr das zum Geburtstag machen wollt. Also da seid ihr auch total frei und könnt euch da noch richtig austoben. Da können noch richtig viele Sprüche und richtig viele Botschaften auf die Karte gebracht werden. Wenn man dann weiß, für wen es ist oder für was es ist, würde ich das noch ein bisschen mehr gestalten. Könnt auch hinten noch mal ein Papier extra drauf machen, so wie ich jetzt hier. Das fand ich auch sehr schön. Da habe ich einfach das Papier zugeschnitten und dann noch mal so eine Bordüre an der Seite reingemacht und dann beide Elemente aufgeklebt. Das finde ich, sieht auch noch mal ganz toll aus. Vor allem, wenn eben die Grundkarte dunkel ist und dann noch so ein weißes Papier drauf kommt. Ja, als kleine Idee vielleicht noch, als Spezialeffekt. Ja, habt ihr jetzt hier ganz viele Möglichkeiten, eure Bienchen oder Pinguin oder Babykarten oder Hochzeitskarten oder Valentinskarten oder Mama-Tag-Karten oder was auch immer, Vatertagskarten zu gestalten. Ich glaube, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Die Karten, die gehen so ein kleines bisschen auf, wenn man die flach hinlegt. Also ihr könntet natürlich auch nicht das hier vorne machen, sondern eine Banderole außenrum bauen. Das geht natürlich auch. Wie man so eine Banderole macht, das habe ich euch in meinem letzten Video auch schon gezeigt. Da könnt ihr mal hier oben auf das weiße i gehen. Zum Beispiel sowas oder eben eine ganz normale durchgehende Banderole oder so. Ist auch ganz einfach zu machen. Könntet ihr hier auch super um die Karte rumbauen. Ich freue mich jetzt, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt natürlich auch noch Glitzis aufbringen und was auch immer. Da sind die Möglichkeiten offen. Ihr müsst nur ein bisschen darauf achten, dass ihr halt in diesen Bereich hier jetzt nichts unbedingt reinklebt. Dass da nichts verhängt sich oder so, sondern vielleicht Glitzis in die Oberseite, so wie hier. Genau. Aber ich glaube, das ist auch selbsterklärend. Ich blende euch jetzt auf jeden Fall noch ein paar süße Kartenideen ein, wo ihr gerne weiterschauen könnt. Und ich freue mich auf euch, wünsche euch viel Kreativität und Freude beim Nachbasteln von diesen schönen Karten und beim Verschenken und beim Gucken, wie der Beschenkte dann schaut, weil es macht richtig Spaß, da eine Biene wegzuzaubern und eine neue her. Ich finde das super schön. Bis zum nächsten Mal, kreativiert was Neues. Tschüss!